herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann in der Version 1003 Patch 1.4 mit dem Tigermann Tigerfarm und dem Jürgen Racex Dark Racex YouTube. Tag. So, ich habe glaube ich die Lösung für unser Problem. Dann erzähl mal. Es gibt hier doch eine Big Pack Abfüllung. Ja. Vielleicht muss man die benutzen. Das hatte ich auch schon die Idee, aber du willst es ja in die Silos einlagern, deswegen dachte ich. Ja. Vielleicht geht es ja gar nicht mehr. Warum sind sie denn da? Das ist die andere Frage. Vielleicht sind sie nur noch flüssig. Ich glaube nicht, dass Power Andy einfach so Silos drin gebaut hat, ohne Funktion. Glaube ich nicht. So, ist nur die Frage, ob ich das jetzt aus dem Anhänger hier einfach so auskippen kann. Ups. Weil wenn das auch nicht geht, dann haben wir Blödsinn, ne? Dann kriegen wir es hier ja gar nicht mehr raus aus diesem Silo-Hopper. Das wäre aber auch komisch. Na. Ihr seid noch fest fleißig am Dingsen, ja? Bald fertig. Ich auch. Hälfte noch ungefähr. Ich krieg das hier wirklich nicht raus. Warum? Dann gibt's nicht die Option. Oh. Da haben wir mal ganz gediegen verkackt. Oh, eventuell. Das ist ja richtig doof. Nee. Das ist ärgerlich. Sehr. Guck mal, ob ich mit dem Frontlader da irgendwie die Dings befüllen kann. Das passt. Also wir müssen halt wissen, wie es funktioniert. Dass wir einfach so eine Ahnung haben. Dann können wir da auch, wir haben, irgendwo haben wir noch den Strautmann oder sowas rumstehen, ja? Oder den Akkuliner. Ich glaub schon. Dann könnte man damit wenigstens das befüllen. Und den Dingshopper, den muss man halt dann... Müssen wir dann? Warte. Okay, er befüllt es. Den müssen wir dann halt... Ja, das ist wirklich so. Was? Palettenerstellung anschalten, B. Ja. Ist es wirklich so, dass das geht zumindest schon mal hier rein? Mhm. Aber es passiert noch nichts. Eigentlich hieß es doch, dass die auch Teilproduktionen machen. Moment. Probleme über Probleme.
Das musste ja genau die Menge abmessen, das geht ja gar nicht. Vielleicht kriegst du das Ding ja zum Laufen. Also als die Big Packs direkt rausgekommen sind, fand ich besser. Dann Frontlader direkt dran, dann muss ich nicht extra. Da sind jetzt 1880 drin. So, hat es funktioniert? Nee, da macht nichts. Ach, ah, jetzt? Wegfahren. Ja, habe ich mir auch gedacht. Oh, der macht da aus riesen Big Bags draus. Ja, ja. Nur bei Kartoffeln und weiß was ich was macht der Kleine. Achso. Achso, ach. Ich dachte, ja, nee, alles gut, sind die normalen. Ja, aber die sind sogar per Hand, glaube ich. Nee, doch nicht. Aber ist okay, dann hole ich mal noch ein bisschen Saatgut. Der ist ja noch nicht ganz fertig, der Pack. Doch, ist er. Sind nur 1800 drin gewesen. Okay. Da muss noch ein bisschen was reingehen. Aber das heißt, es geht, wenn wir da mit einem Anhänger und dem Förderband hinfahren, dann muss es perfekt sein. Oder wir füllen halt immer direkt in den Silo-Hopper rein, das können wir auch machen. Können wir. Können wir, müssen aber nicht. Ja. Brauchen wir unbedingt Big Packs, weißt du? Mhm. Dann füllt ihr noch einen Anhänger und tippt sogar bei den. Bei der diese Herstellung, das sind doch diese Teile, wo man was reinschütten kann. Wo? Bei dem Silo. Das sind doch diese kleinen, wie nennt man das? Ach so. Die. Also ist da mit einem normalen Anhänger dann abkippen. Meistens, wenn wir dann immer was brauchen, uns halt das nehmen. Ja. Ich glaube, Racix ist stumm. Wieso? Weil du kaum redest. Was soll ich denn reden? Ja, mit uns reden. Ein bisschen vermuten und alles. Ich vermute, ich bin gleich fertig. Das wow. Ist gut. Tigerfarm, du bist schon fertig. Nö. Okay. Dann müssen wir uns. Aber gleich fertig stimmt ja auch nicht ganz. Basics. Doch. Ich gehe meine Sämaschine besorgen. Mach das. Düngestreuer steht am Hof. Das kleine Stückchen. Und dann muss ich nur noch die Bahn hoch und runter die ganze Zeit fahren. Dann ja. Kannst du direkt danach düngen. Streuer steht am Hof. Ich muss kalken, yay. Und was soll ich denn mieten? Horsch. Genau, Horsch. Gucken, was das kostet. Ich? Generell. Die Horsch kostet in der Miete 5300. Und hat halt direkt eine Düngefunktion. Also würde ich schon nehmen. Als Tipp. Was? Horsch mit Düngefunktion. Ja, Horsch. Ja, wenn er vorher düngt, ist es dann doppelt gedüngt schon? Nö, das geht nicht. Okay. Das verbraucht den Dünger dann sozusagen unnötig. Dann nicht düngen. Ah, 5000 geht. 5000 ist okay für eine Seemaschine. 9 Meter breit. Jo.
15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Also ich bin gleich fertig. Ja, ich fange trotzdem bei ihm auf dem Feld an. Du musst ja noch kalten. Das ist richtig. Du könntest düngen, kalten und dann säen. Ja genau, das würde gehen. Ja, guckst du, dass du die kleinen Stellen da noch wegmachst? Ja, mach ich gleich mal. Das war der Helfer nämlich. Er hat es nicht richtig gemacht. Guck mal, wir haben kein Geld für Saatgut ausgegeben. Voll gut. Voll gut. Ah, dafür für Kalk gleich. Ja. Aber die Kalkgewinnung haben wir auch drauf, gell? Da müssen wir nur noch ein bisschen Geld generieren. Ja. Das ist das Problem. Die sind etwas günstig. Knapp bei Kasse, ja. Ich kann mal schauen, wie viel die kostet. 200, glaube ich. $125. Ey, man kann von einem Silohopper nicht aufladen, ey. Ist ja doof. Dann kriegen wir das Zeug dann wieder raus. Keine Ahnung. SRG. Nee, geht ja nicht. Nicht? Was säen wir an? Raps würde ich sagen. Bringt Geld und für die, Raps für die, diese Herstellung. Weil das Schweinefutter können wir nicht teuer verkaufen. Ja, machen wir. Und das bringt Geld und dann kommen wir der Kaltgewinnung immer näher. Raps. Produzieren wir auch. Die Düngerherstellung ist halt teuer. Noch. 225.000. Ja. Dann könnten wir alles selber produzieren. Das heißt, wir müssen dann kein Geld mehr ausgeben. Ja, da müssen wir hinkommen. Mhm. Dann geht's richtig ab. Ich mal die erste Bahn. Mach das. Also soll ich bei mir erst düngen, kalken, düngen? Oder? Ja. Also düngen, kalken und dann ansehen. Ja, manche. Flug ist 47,6% kaputt. Ja, die gehen immer übelst schnell. Aber ist ja deine letzte Reihe. Und noch ein paar Kühlmilchen. Ich finde das schon nice, wenn das so abgenutzt aussieht. Ja, hat was. Hat ein bisschen mehr was von Realismus. So, finde ich ein bisschen komisch, dass eben das mit dem Saatgut nicht so funktioniert, wie wir dachten. Jo. Aber ich denke, die haben ja auch gerade diese Big Pack Abfüllung haben sie ja erst nachträglich noch eingebaut. Ja. Deshalb geht es halt wahrscheinlich nicht mehr, dass direkt Big Packs rauskommen. Ja.
An dieser Stelle mal allen Zuschauern, die jetzt noch dabei sind, schönen Samstag. Und Like, Abo und Kommentar nicht vergessen. Das auf jeden Fall auch. Es ist so schön, wenn man Radio hören kann. Ich bin was, Baby, was wohl? Bin mal wieder müde. Müde bist du? Dann geh schlafen. Bin seit kurz nach 5 wach. Nicht so dein Ding schlafen, oder? Nee, ich bin nicht so der Langschläfer. Ich schon. Ich teils. Kommt immer drauf an. Wobei die letzte Zeit war wenig mit Schlafen. Die letzte Zeit bist du auch ganz offen. Nee. Was? Warum hier oben müssen wir mal ein kleines Stückchen ansehen. Der Koba war oben, obwohl er unten war. Keine Ahnung. Der war oben, obwohl er unten war. Ich hab V gedrückt, dass er hochgeht und was ist? Er bleibt einfach unten und dann fahr ich über das Gesäte zum Drehen. Dafür darfst du gleich den Flug nehmen. So Leutchen, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, viel gefallen hat, schon erwähnt, Like, Abo oder Kommentar. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.